Wow, Onkel Oskar ist böse und macht im Internet jetzt auch verstörende Rap-Parts. Ich nahm die meisten auch selbst in der letzten Staffel, da ist Kermit noch ernster. Spaß. Schon fast süß, wie du tryhardest und dann denkst, dass du den Dreck gewinnst. Lol. Du schreibst Tsunami mit Dicks, damit dir dann keiner mehr sagen kann, dass du das Letzte bist. Der Nächste, der nicht seinen Schnabel halten kann, Schnitzel. Lass einfach die Paarungssache, sammelst du noch ein bisschen mehr Kammer bis zur nächsten Staffel im Finale, damit dieser Maru-Maske. Synthwave Beat, wow, du kannst bestimmt auch gut den EDM-Stuff. Aber kommst ins Schnaufen, wenn ein Beat mal 100 BPM hat. Geil. Halbfinale ist für dich, als wärst du barfuß in der Wohnung, denn hier wird der große Onkel unter Schmerz vom Tisch gestoßen. Au. Solchen Doktormaske, die halt doch eher, als dass sie mal ein Leben nimmt. Im Battle Rap hast du somit schon hart das System gefährt. Wer schaut denn so in ein Spiegel und findet sich noch gut? Hä? Mir war klar, dass du's nicht peilst, du bist mit Schnitzel in der Crew. Noll. Das ist quasi schon Finale, warum kommt das Battle so far? Mal ehrlich, Oscar, eine Auszeichnung kriegst du nur für das beste Kostüm. Nice! Was du machst, ist weder Oscar-reif noch ausgereift. Also mach lieber statt Fonds verteilen die Hausarbeit für dein Neffen oder Nichte. Aber lass es mit dem Dichten, bis der Tsunami mal endlich vor der Haustür bleibt. Leute halten deine Konterlines für Chancen gleich. Doch auf dem Beat klingen deine Vocals leicht nach Borderline. Halt die Fresse und verpiss dich. Denkst du ernsthaft, du bist witzig mit deiner Gruselvisage à la Coraline? Gefühlt bin ich hier Türsteher, weil ich grad so ein Spacko rausgeg. Ich werd mit nem Bang-Bass verbunden, doch du trägst das Sadomaso-Outfit. Opfer wie du sind für Dealer ein Grund, Hase zu strecken. Du kommst mit der Maske an und meinst, das zählt doch als Mund-Nase-Bedeckung, oder? Nein. Da kann jetzt wird der nächste Vogel geklatscht. Eure Crew ist cringe, ich mein, meine Mama hat euer Logo gemacht. Aber fick das System, zu jeder Demo seid ihr pünktlich. Aber könnt ihr nicht bis zum Ende, denn am Morgen habt ihr Frühschicht. Bitte sing mir eine Hook in deiner immer gleichen Trellerlage. Und Vocals, die klingen, als würdest du deine Maske auch beim Rappen tragen. Bitte flow in deinen Parts mit nur einer Betonung, aber gesungenen Doubles. Vielleicht reicht das für den Flowpunkt, vielleicht. Was ein Rotz, jetzt krieg ich Siren im Finale. Klau den Preisgeld und dann reicht's sich für die Haare. Ach, wie schade. Was hättest du auch damit angefangen? Die Trends taggen und Flaschen sammeln mit deiner Fuck the System Rasselbande. Was du machst, ist weder Oscar-reif noch ausgereift. Also mach lieber statt Fronts verteilen die Hausarbeit für dein Neffen oder Nichte. Aber lass es mit dem Dichten, bis der Tsunami mal endlich vor der Haustür bleibt. Leute halten deine Konterlines für Chancen gleich. Doch auf dem Beat klingen deine Vocals leicht nach Borderline. Halt die Fresse und verpiss dich. Denkst du ernsthaft, du bist witzig mit deiner Gruselvisage à la Coraline?